Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Secret Files Tunguska. Ja, ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt einige Wochen, Schrägstrich Monate überhaupt nichts mehr gespielt, weil ich mich jetzt komplett auf andere Sachen konzentriert habe, nicht zuletzt auch auf The Crew 2. Aber mir gehen jetzt gerade die Folgen aus, deswegen muss ich unbedingt nochmal hier weitermachen, weil ich habe ja bestimmt noch so... Ja, ein Drittel bis die Hälfte, denke ich mal, vom Spiel, was ich auf jeden Fall noch spielen muss und auch möchte. Ich muss mich nur erstmal wieder so ein bisschen reinfuchsen. Also ich... da ist ein Weg, okay. Okay, also das meiste weiß ich ja noch, dass man drüber gehen muss, um sich was anzuzeigen und so weiter. Ich sollte besser aufpassen, wo ich hintrete. Ein falscher Schritt könnte mein letzter sein. Ja, diese Sümpfe, die sind wirklich nicht... Ohne. Wir haben gar nicht mehr so viel im Inventar drin, wie ich mir jetzt eigentlich noch gedacht hatte. Ich dachte eigentlich, wir hätten mehr. Also ich weiß noch, dass wir das letzte Mal für diesen Medizinmann oder was das war, was gemischt hatten. Und wir hatten wirklich alles voll hier unten. Deswegen kommt mir das alles jetzt gerade so ein bisschen wenig vor. Wir haben ja einen Projektor. Ein 8 mm Filmprojektor. Uralt, aber für sein Alter und die alles andere als fachgerechte Aufbewahrung noch durchaus passabel erhalten. Ja, also wirklich fachgerecht ist der tatsächlich nicht aufbewahrt worden. Können wir uns da was angucken? Ohne Strom funktioniert der nicht. Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Gut, der Strom geht ja anscheinend raus. Da gucken wir... Oh, das ist so ätzend, wenn man dann auf einmal auf einem anderen Bildschirm hängt hier. Ein Kamin, okay. Falls es euch ein bisschen so vorkommt, als ob ich etwas rappelig bin, ja, ich bin im Moment auch wirklich ein bisschen rappelig, weil ich habe gerade nicht so viel Zeit zum Aufnehmen und möchte aber aufnehmen. Moment, hier stand gerade was mit Alufolie. Ein kleines Stück Alufolie. Ja, nimm doch mal mit. Wir können ja, es sieht gerade fast aus wie ein Brief hier. Ein kleines Stück Alufolie. Okay, vielleicht müssen wir uns dann Hut drauf machen, damit die Alien uns nicht erwischen. Nichts Besonderes zu erkennen, ist aber auch stockdunkel. Ich könnte es ja anzünden. Obwohl, Moment, ich kann es wirklich... Nee, ich kann es nicht, weil hier ist kein Holz drin. Okay. Ich nehme alles wieder zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, dann denke ich mal, dass wir jetzt hier gerade nicht allzu viel machen können. Hier liegt noch ein Kompass. Okay. Das ist wohl wieder ein weiteres Rätsel. So wie es aussieht, kann man denn hier passiert machen? Nichts. Der Knopf muss irgendeine Funktion haben. Nur welche? Kann ich da mit einer... Oh, Moment. Ein kleiner Metallstift. Den kann ich aber nicht benutzen. Ein kleiner Metallstift. Kann ich die abschlagen oder so? Man weiß es ja nicht. Mit dem Handy wird wahrscheinlich jetzt auch nichts machen können. Welche Funkwellen aussenden, die das Ganze jetzt stören... Ich dachte gerade, es wäre grün gewesen. Den Wodka drüber schütten, keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja manchmal wirklich total bescheuerte Sachen, wo man dann erst auf die Lösung kommt. Also erstmal können wir hier anscheinend wohl nichts machen. Aber wir schauen uns natürlich weiter um. Moment, Lappen? Meint ihr das hier unten? Ein alter Lumpen. Ich wollte gerade sagen, egal wo ich hingehe, hier überall stand jetzt gerade Lappen. Ich war etwas verwirrt. Nina, das sind wir. Okay, mal gucken. Haben wir denn hier noch irgendwas drin? Was ist das? Moment, irgendwas war hier gerade. Ach, das war der Kamin, okay. Können wir hier hinten weitergehen? Anscheinend nicht. Also hier hatten wir jetzt noch einen Weg. Ah, okay. Ein Generator für die Stromversorgung der Hütte. Ja, aber ich sehe das Kabel nicht nach hier rauskommen. Offensichtlich ist kein Treibstoff mehr drin. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, was soll man jetzt dazu sagen, ne? Oder ist das das Kabel hier oben? Das könnte sein, dass das mit dem Generator verbunden ist, dass das Kabel ist, was draußen ist. Hier müsste Treibstoff drin sein. Ein alter Trinkwassertank. Ach, Trinkwasser, okay. Ja, warum sollte es auch Treibstoff sein, die man jetzt gerade dringend braucht?
Sieht aus wie ein Gartenschlauch. Der Zahn der Zeit hat kräftig daran genagt. Große Risse oder Löcher sind aber keine zu sehen. Okay. Kann man den nehmen? Den kann man nehmen. Ich habe keine Ahnung, was uns das bringt, aber nehmen wir ihn erstmal Ein mit. bisschen Petroleum scheint noch drin zu sein. Das ist gut. Ach, vielleicht kann ich damit den Kamin ausleuchten. Jetzt kann ich das wieder nie nehmen. Nina, Mann, du stehst aber auch immer davor. Sonst war hier nichts, ne? Ich habe gelernt, immer auf die kleinen Dinge hier zu achten. Da kann man nämlich, ups, da kann man nämlich ganz schnell mal was übersehen. Da ist noch ein Weg. Schauen wir uns da mal um. Wasser. Das muss ein Nebenarm der steinigen Tunguska sein. Der Fluss kann ja eigentlich nichts dafür, aber ich fange an, den Namen Tunguska zu hassen. Ja, kann ich absolut nachempfinden. Können wir den Lappen hier irgendwie waschen oder so? Anscheinend nicht. Das muss ein Neben... Ja. Was ist das? Wow, was LKW-Fracht? für ein Monstrum. Ich frage mich nur, wie der hierher gekommen ist. Ja, ich würde mal sagen, durch das Militär, ne? Kann man hier irgendwo weitergehen? Ich will nicht zu weit rüber gehen, weil. Nee, da ist noch ein Weg. Das muss Weil die ich sonst wieder auf. Forschungsstation sein, zu der die Transsib eigentlich fahren sollte. Ob sie jemals dort angekommen ist? Die Anlage ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend, sogar mit eigenem Rollfeld. Bestimmt ist sie auch ähnlich eindrucksvoll gesichert. Da reinzukommen kann ich wohl vergessen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da überhaupt rein will, nach all dem, was ich über die Anlage und den Ort, auf dem sie errichtet wurde, gehört und gelesen habe. Trotzdem, die Station strahlt eine gewisse Faszination aus. Keine positive Faszination, aber je länger ich mir die Anlage ansehe, desto mehr bekomme ich eine Gänsehaut. Ich sollte mich wieder auf den Weg zurückmachen. Es bleibt noch eine Menge zu tun und ich weiß immer noch nicht, welches Geheimnis aus der Vergangenheit meines Vaters sich hier verbirgt. Vielleicht ist die Station aber auch deine Antwort, Nina. Wir wissen es nicht. Wir wissen es wahrscheinlich noch eine ganze Weile nicht. Der Fluss stürzt hier bestimmt 30 Meter in die Tiefe. Ein beeindruckendes Schauspiel. Ach ja, jetzt wo sie es sagt, hier ist ja der Wasserfall hier oben. Also, beziehungsweise hier runter. Okay, also es wird schwierig sein, da hinzukommen überhaupt, nehme ich mal an. Ja, dann gucken wir mal. Ich gucke erstmal, ob wir eventuell was ausleuchten können. Kann ich denn. Hier Ja, ist es das hell kann ich genug und ich anmachen. will nicht unnötig Petroleum verschwenden. Wer weiß, ob ich es vielleicht noch brauche. Ja, so weit denkt sie natürlich nicht, dass sie eventuell in den Kamin gucken könnte. Versuchen Ich wir es werde die jetzt Lampe mal. mal anzünden. Okay. Hier ist aber trotzdem, ich dachte jetzt, vielleicht ist hier irgendwo ein Kot oder eine Höhlenmalerei, was weiß ich was. Aber die gute Nina hat hier Ein bisschen nichts. Petroleum scheint noch drin Ja, zu ja, sein. ja. Nimm die wieder mit, Kind. Hier ist nichts drin. Ja. Das war meine Hoffnung, dass ich vielleicht ein Geheimnis machen könnte. Dann brauchen wir auf jeden Fall, also wir müssen herausfinden, was es mit dem Kompass auf sich hat und wir müssen den Generator zum Laufen kriegen, um uns das Ganze hier anzugucken. Können wir denn irgendwo hier Richtung Sumpf reingehen oder so vielleicht? Wo geht die hin? Auch nicht. Die geht gar nicht mehr raus hier, oder? Hallo? Jetzt komme ich nicht mehr zurück zu dem Dorf oder wie? Hä? Hallo, Nina. Ich wollte mal gucken, ob der Dorfälteste vielleicht noch irgendwas weiß. Hä? Ich komme hier wirklich nicht rum. Was ist das denn? Das ist natürlich scheiße. Ja, der Generator braucht Benzin. Können wir den Wodka vielleicht da rein? Nee, können wir nicht. Aber irgendwie habe ich so. Ja, die Vermutung. Dass man vielleicht irgendwas machen könnte. Ich meine, die Lampe, denke ich mal, ist für drinnen. Der Lappen ist durchtränkt. Ja, warum ist er jetzt auf der anderen Seite?
Durchtränkt mit was? Das ist jetzt die Frage. Ein durchtränkter Lappen. Das ist schön. Aber mit was ist er durchtränkt worden? Kann ich den anzünden oder so vielleicht? Das wäre, oh Gott, ich kann nur die Lampe anzünden. Die Alufolie können wir jetzt hier auch mit nichts verbinden, ne? Ein kleines Stück Alufolie. Ich muss ja auch irgendwie wichtig sein, denke ich mal. Ich hasse es, wenn man dann in einen neuen Bereich reinkommt und direkt nichts... Das Ding hat allen möglichen Schnickschnack. Man kann damit auch wunderbar Orion Squad One spielen. Ja, sagt mir jetzt nichts, das Spiel, aber okay. Die Sachen kann man anscheinend aber soweit nicht kombinieren. Ja, okay, mit dem Feuerzeug, das brauche ich aber hier nicht. Ich würde nur gerne versuchen, hier irgendwas. Das Ding kann man auch nicht in die Luft jagen. Und ja gut, es ist ja Wasser, es ist ja kein Benzin. Ich verstehe nicht, dass man den Schlauch hier nirgendwo benutzen kann. Die Alufolie vielleicht. Müssen wir gleich drin noch mal gucken, ob wir da irgendwo was benutzen können. Hier war ja auch ansonsten nichts. Fenster kann man mal gucken. Die kleinen Fenster sind völlig verdreckt. Ja, dann setz ich doch dahin und wasch die mal. Du könntest das vielleicht... Oh, ernsthaft? Als brave Hausfrau kenne ich natürlich meine Pflichten. Fertig. Soll ich jetzt vielleicht noch Essen kochen? Ja, das wäre schön. Hunger habe ich auch. Ich habe heute noch nichts bekommen. Ja. Und nun? Ich weiß, das Fenster ist noch nicht komplett sauber. Aber das muss vorerst reichen. Ja, gibt aber auch keinen Tipp. Okay. Da kann ich auch nicht rum, da kann ich wirklich nur rein. Kann man denn hier noch irgendwas anderes machen? Den Kamin jetzt wahrscheinlich nicht direkt. Projektor, Kompass. Alufolie könnte vielleicht irgendwie mit dem Kompass kompatibel sein. Keine Ahnung. Das ist es offensichtlich auch nicht. Ja, ich hasse es, wenn ich dann denke, dass ich vorm Essen nochmal schnell, gemütlich eine Runde spielen kann und dann irgendwo wirklich festhänge, weil ja, man offensichtlich erstmal nichts direkt machen kann. Das muss doch irgendwas mit dem Kamin zu tun haben. Ich meine... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Petroleumlampe jetzt hier reinmachen können, aber dann nichts benutzen können. Hätte mir nie träumen lassen, dass ich mir meinen Kamin von innen sauber mache. Ach du Scheiße, was steht denn da drauf? AS oder so? 3.10, eine halb und eine 6, kann das sein? Ich halte mich jetzt für bekloppt. Ich mache da mal kurz ein Foto von. Ich weiß ja nicht, ob ich das nicht mal irgendwo anders dann brauche. Ich denke mal, das sind irgendwelche, naja, Höhen und Tiefen gerade. Können es auch nicht sein wegen dem eineinhalb. Kann man da irgendwas mit Alkohol noch machen, dass man hier vielleicht noch besser arbeiten kann? Wir wollen mal nicht übertreiben. Der Kamin ist sauber genug. Ja, das dachte ich schon, dass man da jetzt nicht noch was machen kann. Der Alufolie kann ich jetzt auch nichts machen, ne? Tja. Wofür bräuchte man jetzt diese Einstellung? Da stehen Zahlen, die vorher vom Ruß verdeckt waren. 7,5, 3... 10,5, 6. Ach, ich habe hier was völlig anderes rausgelesen. Das muss ich mir doch mal aufschreiben. Ich denke mal, dass das auf jeden Fall noch wichtig sein wird. Da stehen Zahlen, die vorher vom Ruß verdeckt waren. 7,5, 3, 10,5, 6.
Okay. Aber was das jetzt bringen soll, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, Petroleumlampe nehmen wir mal einfach mit. Ich denke mal nicht, dass wir das müssen. Ich denke mal nicht, dass die jetzt wirklich abfackelt. Kann ich jetzt aber auch so nichts sehen. Passiert nichts. Der Knopf muss irgendeine Funktion haben. Nur welche? Kann man hier vielleicht auch irgendwas sauber machen? Sieht nicht so aus. Hier ist es hell genug und Ja, ist ja okay, ist ja okay. Ich meine, den Schlauch werden wir hier wohl nicht benutzen können, nehme ich mal stark an. ein kleiner Metallstift. Ja, aber man kann ihn nicht benutzen. Ich würde normalerweise sagen, wir machen die auf und verstellen hier irgendwie die Zeiger oder so. Aber das können wir ja auch nicht. Hier können wir gar nichts machen. Der zeigt einfach nur Richtung Süden. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Ja. Ehrlich gesagt bin ich da gerade ein bisschen überfordert. Haben wir denn irgendwelche Hinweise im Tagebuch, was uns hier weiterhelfen könnte? Expedition, wo genau? Tunguska-Region, dem alten Evenkin geht es wieder besser. Der Sohn, trotz eindrücklicher Warnung, ist er in die Region der Absturzstelle gegangen. Seltsames Bruchstück ist für immer verschwunden. Hat von dem Vater gesprochen. Auch Nina wurde von ihm erwähnt. Ja. Gelangen Sie zur Rätselhilfe. Nutzen Sie diese aber in Ihren eigenen Interessen nur dann, wenn Sie wirklich mal gar nicht weiterkommen. Habe ich die schon mal genutzt? Nee, oder? Die Nadel des Kompasses reagiert auf magnetische Gegenstände und muss auf vier verschiedene Positionen gebracht werden. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber wie soll ich hier Magneten herstellen? Dabei ist zu beachten, dass sich ein Kompass und das Ziffernblatt einer Uhr sehr ähnlich sehen. Ja, das weiß ich ja auch alles. Aber das hilft mir nicht weiter, das Rätsel zu lösen, weil ich kann ja keinen Magneten herstellen. Nee, damit kann ich auch keinen Magneten herstellen. Also ich denke, dass das irgendwas mit der Alufolie oder so zu tun hat. Aber wie man mit der Alufolie Magneten herstellen soll, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Moment, hier konnten wir raus, ne? Nee, wir mussten da raus und dann dahin. Kann man irgendwo dazwischen auch nicht, ne? Hier ist auch nichts, was man irgendwie. Moment, wir haben doch hier die Spule-Generator. Die kann man sich Wenn einzeln ich mich anschauen. richtig erinnere, dann hat das Teil was mit Magnetismus und Stromerzeugung zu tun. Okay. Aber wie soll ich mit der Spule Magneten herstellen? Ja, jetzt komme ich schon mit Feuerzeugen und so. Ich meine, klar, dass das alles nicht funktioniert, aber. Offensichtlich ist kein Treibstoff mehr drin. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber Treibstoff kriege ich auch nicht von dem Wagen da hinten, oder? Kann man da vielleicht irgendwie. Kann man. Moment, die Felge kann man einzeln. Gibt es hier auch irgendwo einen Tankdeckel oder sowas? Tank? Moment. Tank. Ah! Aber ich habe nichts, wo ich das rein. Oder ist die Wodkaflasche leer? Och, ich glaube, die Da ist ist ja noch leer. einiges an Wodka Doch drin. nicht. Wenn ich den einen Sprit haben will, muss ich wohl oder übel den anderen Sprit loswerden. Nastarovje. Ne, genau, trink dir Ups, erstmal ein. ich bin wohl etwas außer Übung. Also, was eine richtige Russin ist, ne? Also,
Der So Rest von dem nicht. Diesel aus dem alten LKW. Okay, also vielleicht kommen wir jetzt hier weiter. Moment. Das nenne ich noch echte Wertarbeit. Nach über 50 Jahren funktioniert er immer noch wie am ersten Tag. Ich glaube, das ist damals mit diesen zu Kriegszeiten, diesen Generatoren, war das auch so, dass die noch sehr, sehr lange Ein funktioniert haben. Generator für die Stromversorgung der Hütte. Ja, du sollst den benutzen. Ja, toll. Jetzt macht die den nicht mehr an, oder wie? Jetzt wo der. Ach, oder ist der schon an? Moment, dann gehen wir mal rein. Ob wir das Ding jetzt benutzen können? Da ist keine Filmrolle drin. Oh, ist das euer Ernst? Ist das jetzt euer fucking Ernst? Ey, jetzt habe ich alles getan, um hier Strom Ein wiederherzustellen. 8 mm Filmprojektor. Und jetzt habe ich keine Filmrolle. Wollt ihr mich denn verarschen? Oder ist die Filmrolle in diesem Ding? Moment, jetzt können wir vielleicht aber mal gucken. Ich bin schon sehr, sehr knapp mit der Zeit, aber ich möchte mal eben gucken, ob wir jetzt vielleicht irgendwas machen können mit der Spule. Na gut, mit dem Lappen wahrscheinlich eher nicht, aber ich habe irgendwie habe ich das Gefühl, es hat irgendwas mit der Alufolie zu tun, aber wenn ja, dann komme ich nicht drauf, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, warum die Spule Wenn ich nichts mich richtig macht. erinnere, dann hat das Teil was mit Magnetismus und Stromerzeugung zu tun. Man kann die auch nicht nehmen oder so. Und wenn ich jetzt hier mal draufklicke, kann man auch nichts anderes machen. Das Einzige, was wir jetzt noch kurz machen könnten, wo war der Punkt hier? Die unten die Felge vielleicht mal angucken. Die haben wirklich alles mitgenommen, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Nur 2 kleine Muttern sind noch übrig. Und Ah. die werden jetzt von mir geklaut. Okay. Zwei Muttern. LKW-Frack, sonst hatten wir jetzt hier keinen Punkt drauf, glaube ich, ne? So, das Wasser, ja, das brauchen wir ja, glaube ich, nicht. Die Muttern, können wir mit den Muttern denn vielleicht irgendwas hier anfangen? Ah. Ich halte mal beide Muttern in die Nähe der Spule. Aber besser nicht zu dicht dran, sonst bin ich Toast. Sie sind anscheinend dadurch magnetisch geworden. Ah, sehr schön. Es hat zwar was gedauert, aber ich habe es endlich verstanden. Dann würde ich sagen, weil ich so auf meine Uhr schaue, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir hoffentlich dann dem Rätsel mit diesem Kompass in der nächsten Folge auf die Schliche kommen werden. Ich bin wirklich schon gespannt. Und es wird auf jeden Fall nicht so lange dauern, weil ich mache nur einen kurzen Cut und drehe direkt die nächste Folge. Und ja, ihr werdet es dann, ich glaube, in 3 Tagen oder so sehen, wie das Ganze hier aufgelöst wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dann. Ciao.